Hallihallo, meine Motovlog-Freunde. Euer Dotze RS ist wieder mal am Start. Nach 4 Wochen Pause. Berufsbedingter Pause. Nein, ich habe nichts angestellt. Ich musste einfach nur viel arbeiten. Und kam da einfach nicht dazu. Und muss jetzt mal das Baby mal ein bisschen wieder fahren. Ja, ich habe meine Ventile noch mal ein bisschen nachoptimiert. Da bei der letzten Fahrt, da ganz schön Vibrationen hier waren. Und die eigentlich nicht mehr im normalen Bereich waren, sondern die waren natürlich auch minimal verstellt. Aber eine Boxer ist da halt sehr empfindlich. Und darum haben wir da halt einfach mal wieder ein bisschen nachgestellt. Natürlich muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Dann tut man es ja nicht, aber Safety first, ganz klar. So, machen wir erstmal ein bisschen Piano. Ja, wir werden mal so meine alte Hausstrecke mal lang fahren und dann werde ich mal so erzählen, was mir so durch den Kopf geht. So, da fahren wir mal den dunklen Wolken entgegen. Da ich ja immer die Erfahrung gemacht habe, wenn man von den Wolken wegfährt, wird man nass. Wenn man darauf zufährt, komischerweise nicht. Na, jedes Jahr im Urlaub das Gleiche. Hier, die Kühe machen es richtig, die haben Relaxo gemacht. Da drüben stehen die Kälbchen. Ja, auch in Bayern gibt es Kühe. In Franken meine ich. Eigentlich hat doch der rote Pfeil jetzt geheißen, rote Fahrzeuge am Vorfahrt, oder? Okay. Wie war das? Ja, dieses Jahr also wir haben ja jetzt schon August den 8. am 27. geht es wieder Richtung Achenkirch nach Österreich ins Seven Heaven Land. Achenkirch haben wir eine Ferienwohnung, wo wir jedes Jahr da unten mieten. Diesmal ist mein Kumpel Elli mit dabei. Wir beide fahren zusammen mit Motorrad runter, die Frauen fahren mit dem Auto. Und ja, da werden wir nochmal zu den Krimmler Wasserfälle fahren. Eventuell Ötztal, Zillertal, mit so ein bisschen die Gegend da wieder mal erkunden. Dann natürlich Silfensteinspeicher in Deutschland drüben ist natürlich wieder ein Muss. Eng, Hinteres, Wallgau, Karwendelgebirge. Ja, da ist echt schon ein schönes Eckchen da. Ne? Und da fahren wir dann halt mal wieder hin.
die Mädels fahren Autobahn, wir fahren alles Landstraße. Von Würzburg praktisch Richtung Ansbach und Ansbach, Altmühltal, kleiner Brombachsee, großer Brombachsee, Altmühlsee, dann den Ingolstadt, München und von München dann Richtung Garmisch und von Garmisch dann, also ich weiß noch nicht, wir sind sonst immer Garmisch gefahren, vielleicht fahre ich auch mal über den Tegernsee und mal gucken, vielleicht doch mal in eine andere Ecke und lang fahren. Ja, wie gesagt, dann Zwischenstandspeicher, da wieder mal Rast machen, mal gucken, ob ich da vielleicht mal einen Termin mit dem Alpenhandy machen kann. Und ja, dann eben den Katzensprung nach Achenkirch rüber. Dann sind da 380 Kilometer rum. Das reicht uns dann auch erstmal. Wenn wir dann im Tag nicht mehr viel passieren, abends noch essen gehen mit der Vermieterin und dem Vermieter von der Ferienwohnung, quatschen, Kaffee trinken und so. Und ein gutes Bier und der Schnäpsle. Und am nächsten Tag wird es dann wohl. Elli war ja noch nicht dort. Hinteres nach Eng, Walgau, Garmisch, Zugspitze. Und so mal erst fahren die deutsche Seite ab. Und am zweiten Tag die Krimmler Wasserfälle. Da sind da wenigstens auch mal ein paar Serpentinen und Dinge dabei. Und dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, dass ich viel Videomaterial dann machen kann. Ich meine, es sind jetzt noch gute 3 Wochen oder 2,5 Wochen. Und lassen wir uns mal überraschen, ob das Wetter damit spielt. Ich bin noch nicht so wetterfühlig wie mein Spitzel. Aber ich meine, wenn es natürlich nicht nur Hund, sondern Hund und Katze regnet, dann macht das auch nicht gerade so viel Spaß. Vor allem in der Regierung macht es nicht so viel Spaß. Ja, wie ihr schon seht, kennt ihr meine Videos. War ich hier so wieder mein Hausstreckchen. So mal wieder ein bisschen so zum Eingewöhnen, weil da weiß ich, wie jede Kurve tickt und funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, was wir die Woche noch einen Kilometer ein bisschen zusammenbringen. Spessert will ich dann nochmal. Will ich nochmal ein bisschen durchjockeln. Da, hier sind die mit eingebauten Vorfahrt. Aber ich bin jetzt so sozial und fahre eben Wasserloch, Wassergraben. Burgführungen. Samstag, Sonntag. Ja, wer hier die Ecke mal ist. Auf der Gamburg. Hier in Gamburg. So eine Burgführung, wenn einer mal die Ecke sein sollte, macht das mal mit. Der Burgherr macht das persönlich. Eine coole Socke von Mallinckrodt heißt der. Könnt ihr ja mal ein bisschen nachschlagen. Jetzt schauen wir mal, ob die Strecke noch die gleiche ist. Dann sage ich mal so long.